Ich schätze jetzt aber mal schon. Normalerweise sind da immer sehr viele Plätze belegt. Heute ist mal einer frei. Ich schau mal schnell nach. Tatsächlich. Wir machen das jetzt aber nicht. Ich trinke nur noch schon mal was. Und dann geht es weiter. Da unten ist die Autobahn. Herrlich gemacht, Leute. Herrlich gemacht. Klasse Landschaft. Blinker ist immer noch an. Ich krieg meine Flasche wieder nicht zu und jetzt ist der Deckel runtergefallen. Meine Güte. Der lässt mich doch rein, oder? Der ist doch so nett. Jawohl. Vielen Dank. Scheiße, jetzt muss ich den Deckel aufheben. Wie mache ich denn das? Spagat, wartet. Gerade Strecke. Oder den Deckel. Ja, holt den Deckel. Ah, wunderbar. Jetzt kriege ich die Flasche aber nicht zu, weil eine Kurve kommt. Flasche halte ich bloß still. So, auf der A3 fahren wir gerade jetzt. Wusste ich gar nicht. Aber was soll's? Frankfurt geht's da lang. Wir driven geradeaus. Also wechseln wir mal die Spur. Ich vermute zumindest, dass wir geradeaus fahren. Ich glaube aber schon, da ist ein gerader grüner Pfeil, also vermute ich jetzt mal, dass wir geradeaus fahren. Wir fahren den links voll in die Spur rein, aber was soll's, uns interessiert es ja nicht. Bestes Wetter überhaupt seit Anfang, habe ich so das Gefühl. Seitdem wir dieses Spiel spielen. So, Stuttgart-Mannheim, da fahren wir jetzt rechts, beziehungsweise nicht nach Stuttgart-Mannheim, sondern nach, weiß ich auch nicht wohin, Köln, Frankfurt und Kassel. Wieder mal. So, die restlichen 4,5 Stunden jetzt noch hier. An Frankfurt, an Mainz sind wir, glaube ich, gerade vorbei. Vielleicht kommt es auch noch, weiß ich nicht. Da vorne ein Kollege. Das Spiel wird noch richtig geil. Wir sind ja auch noch richtig am Anfang. Ich fühle mich aber irgendwie schon so weit wegen der Demo-Version. War ein Fehler vielleicht, die zu spielen, aber es war hat trotzdem schon Spaß gemacht, alleine die Demo zu zocken. Und ja, jetzt sind wir hier. Ein bisschen dauert es noch bis zur großen Garage, bis zu unserem ersten eigenen LKW. Hätte ich aber ehrlich gesagt jetzt schon gern, aber sonst wäre es ja kein Spiel mehr, ne? Auf jeden Fall sind wir gerade wieder dabei, 9.000 Euro ungefähr zu verdienen. Dann wären wir, einen Moment, 46.000, rechnen wir mal mit 47.000, plus 9. 47 plus 9, einen Moment. 3, 6, 56.000. Ja, das geht ja, immerhin. Aber es fehlt noch ein Riesending, also da. Gute Nacht. Tja, wir haben immer noch den Schuppen als Garage. Klar, am Anfang, leider. Ach je. So ein LKW kostet ja so
Im Moment circa von einer guten Firma, also die Firma, die wir bevorzugt haben, das ist eben Scania, mehr als circa 100.000 Euro. Also wir müssen über die 100.000 Euro Markengrenze kommen. Sind wir ja noch nicht mal. Wir haben gerade mal 6 und knapp 47.000, wie schon gesagt. Ist scheiße, aber was willst du machen? Was ist da los? Stau oder was? Aber naja, was soll's. Bisschen Geduld muss man haben. Ich bin leider überhaupt nicht geduldig. Naja. Und Cheaten. Ich habe schon in YouTube gesehen, dass es da Cheats natürlich für gibt. Leute, vielleicht wolltet ihr Cheats, aber ich werde in diesem Spiel auf keinen Fall cheaten. Vor allem, weil ich das echte Spielgefühl einfach haben will. Und das ist dann nicht mehr gegeben, wenn man cheatet. Also ich will das Spiel durchspielen und nicht einfach so. Ja, ich wurde unterbrochen. Aber ich denke, ihr habt verstanden, was ich gemeint habe vorher. Hoffe ich jetzt mal. Was hat der da drauf? Wieso hat der so einen Schatten? Fail! Aber auf jeden Fall sieht der Truck gut aus, immerhin. Der Typ da vorne hat aber auch so einen Schatten. Was ist denn jetzt los? Hört, der Typ da vorne hat einen Schatten. Ah. Verschwindet dann immer kurz davor. Ich weiß nicht. Der auch, aber alle LKWs komischerweise. Muss mal glubschen. Habe ich auch einen Schatten? Ne, ich habe keinen Schatten. Mal geschissen. Oh, so eine Ansicht ist immer wieder geil. Ne, warte mal, sonst fahre ich noch irgendwo gegen und wir brauchen ja das Geld. Haben eh schon 6% Schaden am Triebwerk. Am Triebwagen. Triebwerk, ja, jetzt bin ich im Flugsimulator. Habe ich noch nie gespielt, nie gekannt, nie gekannt. Doch, gibt's sogar. Aber halte ich nichts von. Wäre aber auch mal nicht schlecht. Du fliegst einfach mal so auf dem Laptop irgendwo hin. Aber mein Gott. Du kannst eine Folge machen. Höchstens. Oder zwei oder drei von diesem Flugsimulator, dann bist du fertig. Weil, ich meine, was willst du da so? Ja gut, das ist eigentlich bei jedem Spiel so. Aber mein Gott. 2 Stunden, 10 Minuten noch. Um 16:39 Uhr würden wir dann eben ankommen. Oder kommen wir an, sagen wir so. Und ich muss noch ganz viel schneiden. Juhu. Das Aufnehmen ist immer das Geilste, das Schneiden ist immer das Beschissenste, ganz ehrlich. Wir haben ja auch jetzt einen neuen Trailer, werde ich auch mal offiziell einstellen. Wir haben mehrere Trailer. Nee, nicht Trailer, meine Fresse. Intros, jetzt habe ich's. Ich rede schon von Trailer. Ich habe gerade an Men in Black 3 gedacht. Vielleicht kennt ihr den Film. Ist nicht schlecht, finde ich zumindest. Scheiße, jetzt habe ich vergessen, wo ich stehen geblieben bin. Warte, Men in Black 3. Wie bin ich auf Men in Black 3 gekommen? Keine Ahnung. Naja, scheiß drauf. Ah ja, das Schneiden ist ja immer das Beschissenste, jetzt weiß ich. Und ich war bei den Trailern. Nein, nicht bei den Trailern, bei den Intros. Jetzt habe ich's. Bei den Intros. Wir haben mehrere Intros, wir haben so ein Countdown-Intro. Finde ich ein bisschen langweilig, aber für den Anfang immerhin was. Wir haben jetzt die 2000 Aufrufe geknackt.
haben uns überlegt, ob wir da ein Special zu machen, aber uns ist nichts eingefallen. Jetzt lassen wir es bei 3000 Aufrufen, machen wir ein Special, 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 Special. Wenn ihr übrigens mehr von uns sehen wollt, wir freuen uns immer über jedes einzelne Abo. Wir haben ja erst 13 Abonnenten, wir haben übelst viele Aufrufe und übelst viele, für uns jetzt schon, für unsere Größe, sagen wir so, Daumen nach oben, also Likes, meine ich. Aber noch sehr wenige Abonnenten, daran müssen wir vielleicht ein bisschen arbeiten. Es wäre sehr nett, wenn ihr immer von uns mehr sehen wollt oder was auch immer, wenn ihr uns gut findet. Dann gebt uns einfach ein Abo, Leute, wir lieben euch dafür. Ne, das vielleicht nicht, aber wir würden euch sehr danken. Sag nicht, wir fahren jetzt noch eine Stunde Landstraße. Ja, kein Schaden, aber das passiert mir jetzt zum dritten Mal. Frag mich einen Scheißdreck, warum. Heute habe ich nicht so mit diesen Banden da. Halleluja, vergesst es einfach. Und wir fahren jetzt echt noch... eine Stunde Landstraße, wenn es Landstraße ist. Ich glaube, es ist Landstraße. Ja, es ist Landstraße. Oh mein Gott. Horror. Auf so Straßen wird immer gern geblitzt, ne? Also, mal schauen, was da noch auf uns zukommt jetzt. Das Wetter hält sich gut, momentan zumindest. Falls es Fußballfans unter uns geben sollte, gibt es ja sehr oft viele. So ganz langsam rangefahren auch noch, oder was? Soll das ein Witz sein? Meine Fresse. Auf jeden Fall, es gibt vielleicht Fußballfans unter euch. Schaut einfach mal bei FIFA 13 vorbei. Das Spiel ist jetzt schon ultra alt, aber immer noch ultra beliebt. FIFA 14 kommt jetzt dann auch noch bald raus. Und fahr zu jetzt, oder ich... Du willst es nicht anders, hä? Schaut einfach mal auf unserem Kanal, da sind alle Folgen drin. Tschö. Jetzt kommen wir wegen dir zu spät, du blöde Sau. Wahnsinn. Was soll denn das? Ja, wieder kurz vorm Ende einem reingerannt. Mein Gott, was soll's? Sind nur 400 Euro gewesen. Wen interessiert denn das? Die fahren alle so langsam. Die wissen wohl schon, dass die Ampel rot wird, oder was? So ein roter Penner. Der Tank reicht für jede Strecke eigentlich wunderbar. Haben sie gut eingeplant. Wenigstens müssen wir da nicht tanken. Und da wieder Geld raushauen, das ist ja auch scheiße. Oder wäre ja im Moment auch noch scheiße. Tanken müssen wir erst richtig, wenn wir den LKW haben. Unseren eigenen. Und das dauert ja wie gesagt noch. Ich sehe die Zielflagge. Leute, ihr glaubt's kaum. 29 Kilometer noch. Wahnsinn. Das war jetzt aber echt okay. Also von der Länge her und das, was wir verdienen, ist echt in Ordnung. Also es waren jetzt 8 Stunden, mehr als 8 Stunden ein bisschen. Also fast 9, aber es war okay. Das längste war jetzt eben nach Großbritannien rüber. Ich weiß nicht mehr, welche Stadt das war. Haben wir den mal eiskalt überholt.
So, Düsseldorf, hätten wir das auch schon wieder? Da vorne ist ein Fernsehturm oder was das auch immer darstellen soll und ein sehr hohes Gebäude. 90, okay. Erster Aufenthalt in Düsseldorf. Geht doch. Nein, kein. Zweiter Unfall. Seht ihr, Leute, denn wir haben sowas von derbe reingerammt. Ach so, wir müssen da rechts. Ja, das. Naja. Wie viel Prozent Schaden haben wir denn? 9, oh mein Gott. Ich habe schon mal Schlimmeres erlebt bei diesem Spiel. Warte, ich glaube, es war Motorschaden. Beziehungsweise Totalschaden praktisch. Also Motorschaden ist echt nicht mehr lustig. Da springt dir einfach die ganze Zeit ab, wann er Bock hat und du kannst so gut wie gar nicht mehr weiterfahren. Also eigentlich ist ja einmal vorgekommen. Meine Güte, was soll's, ne? Keine Ahnung, zu welcher Firma wir wieder liefern, aber auf jeden Fall scheint da eine Baustelle zu sein. Halt, da muss ich lang, oder? Ja. Scheiße. Jetzt muss ich nämlich so eine Kacke da irgendwo einparken. Links. Sieht man schon ansatzweise. Ach du Kacka. Puh, wenigstens keine Schaden. Ach, war ja nur der Laternenpfahl, ja dann. Trotzdem essen, oh nein, jetzt geht ja gar nichts mehr. Kriege ich einparken nicht mehr hin, Leute. Oh, lecco mio, am Sacki, Baby. 7,5 Stunden.
So, eine Kacke. Abzug für Schäden hatten wir doch nur 3%, aber es wird immerhin viel abgezogen. Spritsparendes Fahren natürlich. Ja. Was machen wir? Ich würde sagen, wir teilen hier erstmal und sehen uns gleich wieder. Also eigentlich, aber von den Folgen ja wahrscheinlich nicht. Nee, wir machen weiter. Scheiß drauf, ich schneide das Ding dann einfach. Wir haben einmal Linz Berlin. Das wäre... Wie lang fährt man denn da? 9 Stunden. Wie lang fährt man da? 8 Stunden. Dann nehmen wir das da. Wir nehmen eiskaltes Kürzere. Aber Leute, ich sag euch was, ich schneide das Ding jetzt trotzdem raus. Tja, die Strecke von keine Ahnung nach keine Ahnung seht ihr dann wohl erst nächstes Mal. Vielen Dank wieder mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus.